Guten Morgen, ihr Lieben. So, bevor ich jetzt gleich zur Frauenmesse fahre, setze ich noch schnell ein Brot an und habe überlegt, okay, dann, was kann ich zusammenwursteln und habe gedacht, ich backe heute mal eins ohne Körner. Obwohl, ihr könnt jedes Brotrezept von mir, weil wir essen ja gerne Körner, könnt ihr natürlich auch mal die Körner weglassen. Das ist halt Geschmackssache. Aber heute mache ich mal eins ohne und ich zeige euch mal, was ich vorbereitet habe. Und zwar werde ich jetzt, hier habe ich 350 Milliliter lauwarmes Wasser. Und da ich ja den Teig jetzt ein paar Stunden gehen lasse, nehme ich nur 5 Gramm Hefe, frische Hefe. Die brösel ich jetzt hier rein. Und werde die eben im Schneebesen, weil das Wasser ist warm schon, auflösen. Ich habe auch gerade frische Brötchen, ein neues Brötchenrezept im Backofen. Mal gucken, wie das werden. So, dann habe ich hier 400 Gramm Weizenmehl Typ 550 und 100 Gramm Roggenmehl Typ 1150. Das gebe ich dazu. Hier habe ich 25 Milliliter dunklen Balsamico-Essig. Und hier habe ich 1,5 Teelöffel Salz und 2 Teelöffel Roggen-Trockensauerpulver. Das Ganze werde ich jetzt in der Küchenmaschine 5 Minuten kneten. Und wenn der Teig dann gleich fertig ist, hole ich euch wieder dazu und zeige ihn den. Dann kommt er in die große Nixe mit Deckel und bis ich heute Mittag wieder zu Hause bin und dann wird das abgebacken. Bis gleich! So, ihr Lieben, ich habe den Teig jetzt 5 Minuten geknetet. So sieht der jetzt aus. Den packen wir jetzt in die große Nixe. Ich muss gucken, dass ich hier nicht auf meinen Kater trete. Ihr wisst ja, die sind ja immer in meiner Nähe. Könnten ja was verpassen. So. Wie gesagt, wenn ihr Zeit habt, den Teig gehen zu lassen, entweder über Nacht oder jetzt halt so wie ich jetzt, dass ich den jetzt mache, weil ich danach wegfahre, dann braucht ihr wirklich nur ganz wenig Hefe. Also die Brötchen zum Beispiel gestern Abend, die habe ich nur mit 2 Gramm Hefe gemacht. Weil die habe ich ja über Nacht im Kühlschrank gehen lassen, die ich gerade abbacke. Und dann reicht das. So sieht es jetzt aus. Da kommt jetzt der Deckel drauf. Und wenn ich heute Mittag wieder zu Hause bin, wird das abgebacken und dann hole ich euch natürlich wieder dazu. Bis nachher, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. So, ich bin von meiner Messereise zurück und jetzt schaut mal, wie der Teig, der ist sogar fast übergelaufen, aufgegangen ist, obwohl ich so wenig Hefe genommen habe. Ich habe gerade mit einer Dame auf Facebook, ich stelle mal die Kamera ein bisschen höher, auf Facebook geschrieben und habe ihr erklärt, weil sie sagte, sie würde normalerweise bei 500 Gramm Mehl einen halben Hefewürfel nehmen. Und da habe ich gesagt, das ist viel zu viel. Hefe richtet sich ja nach der Gehzeit. Wenn ihr Zeit genug habt, den Teig gehen zu lassen, also ich sehe jetzt auch, also hätte man auch wirklich nur 2-3 Gramm Hefe nehmen müssen oder hätten gereicht, damit der Teig genug Triebkraft hat. So wie meine Brötchen, die Körnerbrötchen, schrieb mich auch eine an, ob man da mehr Hefe zugeben könnte, damit die fluffiger werden. Nee, das liegt nicht an der Hefe, sondern es liegt daran, dass das Verhältnis von Roggenmehl zu Weizenmehl zu viel war. Zu viel jetzt nicht für uns, für den Geschmack, sondern wenn ihr natürlich ganz fluffige Brötchen haben wollt, solltet ihr am besten nur mit Weizenmehl backen oder ganz wenig Roggenmehl dazugeben. Ich hatte ja auch noch Körner drin, also alles das erschwert den Teig. Wir mögen es halt herzhaft und wir mögen es auch dunkler, von daher gebe ich in der Regel auch mehr Roggenmehl dazu. Und daran kann man das auch ganz gut sehen. Da hatte ich ja nur 3 Gramm Hefe und habe es die ganze Nacht gehen lassen, also es hätte jetzt hier bei dem Brotteig auch gereicht. Weil eins muss man wissen, je mehr Hefe ihr nehmt, ist nicht so gesund für die Darmflora. Und wenn ihr zu viel Hefe nehmt, kann ein Brot auch schnell hefelastig schmecken. Und das, ihr wollt ja nicht den Geschmack verfälschen, sondern ihr wollt ja mit der Hefe nur erreichen, dass der Teig schön aufgeht. Also das nochmal so als kleiner Hinweis. So, ich habe jetzt den Backofen vorgeheizt auf 230 Grad Ober-Unterhitze. Jetzt falten wir noch den Teig, machen den fertig und dann schauen wir mal, was draus wird. Ich stelle die Kamera nochmal rum. Ich brauche Platz. Also ich habe schon so eine große Küche, aber irgendwie bräuchte ich noch mehr Platz. So, also ihr seht, der ist fast übergelaufen.
Ist also wunderbar aufgegangen. Den werden wir jetzt weiter bearbeiten. Ich gebe den in den heißen Ofen, damit er nicht noch weiter aufgeht, sondern direkt anfängt abzubacken. Wenn ihr den in den kalten Ofen gibt, dann wird er halt in der Zeit, wo der Backofen die Temperatur aufheizt, noch weiter gehen. Das will ich ja jetzt nicht, weil er ist ja schon genug gegangen. Schauen wir mal, wie der jetzt oder wie das Brot nachher schmeckt. So, aber als erstes werden wir jetzt mal unseren kleinen Zaubermeister, die Lilly, bemehlen mit dem Streufix, weil der hat schon Patina, die muss ich also nicht mehr fetten, sondern einfach ein bisschen Mehl reingeben, ein bisschen, ich habe schon zu viel genommen. So viel muss man natürlich nicht, sondern einfach, dass überall ein bisschen Mehl ist. Wir auf unsere Teigunterlage. Ihr seht alles, ja. Teigunterlage Mehl. Und da kommt der Teig jetzt drauf, weil wir den ja noch falten wollen und dann zu einer schönen Kugelform. Ist also etwas weicher der Teig. Das heißt, wir geben einfach ein bisschen mehr Mehl da drauf und dann falten wir den jetzt einfach. Und wenn ihr seht, so wie jetzt, dass da was hängen bleibt, einfach wieder ein bisschen mehr Mehl drauf geben. Merkt, der ist aber schön geschmeidig. Auch das werdet ihr feststellen, wenn ihr natürlich mehr Zeit habt, Teige gehen zu lassen, dann sind die einfach geschmeidiger. Also von daher, das zum Thema Hefe. Jetzt werden wir wieder etwas Mehl auf unsere Finger geben oder auf meine Finger geben und dann den Teig zu einer Kugel, also von oben unten mit den Händen zusammenziehen und den Teig dann ein bisschen spannen. So. Den geben wir jetzt hier rein. Und da euch beim letzten Mal so schön meine Blume gefallen hat, werden wir jetzt wieder eine Blume. Ich habe so eine Schablone, ich habe 3 Schablonen mir gekauft. Bei dem kleinen mache ich jetzt mal eine andere Blume drauf, in der Hoffnung, dass man es gleich sieht. Damit mir das Brot nicht oben einreißt, ritze ich es an den Seiten ein, damit man hoffentlich gleich noch am Ende, wenn es fertig gebacken ist, die schöne Blume sehen kann. Das heißt, ich lege die Schablone jetzt hier drauf und hoffe, dass man das dann nachher sehen kann. Ich glaube, die Schablone ist ein bisschen groß für die kleine Form. Wir schauen mal. Ja, ich wollte die schon. Gucken wir mal, ob das so geht. Das sollte reichen. Ja, schaut mal. Die kommt jetzt in den Backofen oder das Brot, kann ich die Blume, das Brot
kommt jetzt in den Backofen für eine Stunde und dann, wenn es fertig ist, hole ich euch wieder dazu. Bis gleich. So ihr Lieben, Brot ist fertig. Ich hatte das jetzt eine Stunde im Backofen. Jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht. Leider kann man die Blume nicht mehr ganz sehen, aber man kann sie erahnen. Schaut mal. So, kann sie noch ein bisschen sehen. So, jetzt möchte ich das natürlich anschneiden, um zu gucken, wie das schmeckt. Also ihr seht, oh, da knistert und knuspert. Ein richtig schönes, tolles Brot, eine super Kruste. Riecht auch klasse. Schneiden wir es doch einfach mal an. Diesmal ohne Handschuh abzuschneiden. Wow. Mach das mal anders. Ich zeige mal den Anschnitt. Schaut mal. Ein richtig schönes Brot. Riecht echt lecker. Jetzt mache ich den Geschmackstest noch für euch. Also die Kruste, die krume Kruste, wie man es nennen mag, ist auf jeden Fall richtig genial. Wie man hören kann. Super lecker. Klasse geworden. Tolles Brot. Ich freue mich. Wunderbar. Ja. Hat funktioniert. Plan ist aufgegangen. Ihr Lieben, wie immer, unter dem Film einfach öffnen die Infobox. Da findet ihr das Rezept, da findet ihr alle Links zu meinen Kochgruppen bei Facebook, da findet ihr meinen Shop. Und seit dem letzten Film, weil ich jetzt mehrfach angeschrieben wurde und gefragt wurde, auch bei Facebook, woher der Schmuck ist, den ich trage, werde ich euch, ich bin ja Regionalleiterin bei DeCosta und vertreiben halt Schmuckuhren und Handtaschen, füge ich euch da den Link auch nochmal ein. Dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, gucken. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Ansonsten viel Spaß beim Backen und ich sag mal bis zum nächsten Film. Würde mich über ein Feedback freuen, wenn ihr das Brot nachgebacken habt. Bis zum nächsten Film, eure Judith. Tschüss ihr Lieben.